dann müssen wir jetzt halt erstmal ein bisschen zu Fuß weitergehen. Oder hört der uns? Oh, das Pferd kommt, okay. Du da. Ja, du. Kann ich mit dir reden? Ich bin auch kein Räuber oder so. Na gut. Danke, also, das Ding da, was dir da vom Gürtel hängt, ist das ein schicker Stein? Nö. Nein? Egal, denn jetzt musst du sterben. Nein! Tschüssi! Ah, ich will nicht! Lass mich in Ruhe, du Arsch! Oh, shit! Na gut, komm her! Komm her! Oh, der ist auch schnell tot. Oh, der ist schnell tot. Wenn wir nicht One-Shot sind, könnten wir das vielleicht schaffen. Aber nur vielleicht! Glück gehabt. Ein Kopfsalmer. Neue Waffe, okay. Das ging ja nochmal gut. Eine Schwertbanane. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch. Okay, und was ist das hier alles? Oh, Rubine. Die lassen Rubine fallen. Nice. Sehr nice. EZ-Clap. Der war jetzt wirklich überraschend einfach, ja. Und, lass mich in Ruhe. Die... Oh, shit. Die lassen Rubine fallen, aber gerade nicht gerade wenig, ne? Ich bin aber nicht scharf darauf, gegen jeden zu kämpfen, der uns hier in die Quere kommt. Haut ab. Was haben wir hier? Alter, ich hab gesagt, hau ab. Als ob der uns jetzt mit dem Pfeil erwischt und wir sterben. What the hell, ey. Uff. Ach, Mann. Hat er danach, nach dem Kampf nochmal gespeichert? Hat er nicht. Uff. Lol. Ja. Passiert. Dann eben nochmal. Mal gucken, ob wir das gegen den nochmal so hinkriegen. Wo war der Typ? Oder haben wir die Rubine gespeichert? Ne, die Rubine sind... Ne, das ist nicht gespeichert. Wo ist der Typ denn jetzt? Kommt der wieder? Kommt der nicht wieder? Das ist ein anderer. Der war nicht auf dem Pferd. Rätselforscher Zorona. Auch das profanste Rätsel ist mir eine Herausforderung genug. Schmerzt auch dir der Fuß, wenn du einer Schatztruhe den herzhaftesten Tritt aller Zeiten versetzt? Nun, kein Wunder, wenn du dabei kein Schuhwerk trägst. Eines dieser Rätsel, die nur dank meiner Genialität gelöst werden konnten. Tritt gegen Schatztruhen führen zu Schmerzen, weil der Treter keine Schuhe trägt. Was ein Rätsel. Und was ist denn jetzt? Ist der jetzt weg? Kommt der nicht wieder, der Typ? Ist das Zufall, wann und wo die spawnen? Oh. Alter, lass mich in Ruhe. Na schön, gehen wir weiter. Nicht so schlimm. Oh, was ist mit unserem Pferd? Das hört uns nicht, ne? Hört uns? Ah, es ist nicht in der Nähe. Oh shit, was ist denn das schon wieder für ein Vieh? Wir haben nur noch 16 Pfeile. Was ist denn das schon wieder für ein Vieh? Oh no!
No, 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 no. Wir brauchen einen anderen Bogen. Und zwar den hier. Hä? Nützt das nichts? Hm? Nein! Boah, ich hasse es. Hä? Ich hasse es, mit Joy-Con zu zielen, ne? Ach, jetzt fällt... Hä? Ah doch, jetzt fällt der doch auf einmal runter. Okay, warum denn vorhin nicht? Muss man den gegen den Kopf treffen oder was? Damit der runterfällt? Ganz komisch. So. Jetzt haben wir ihn aber. Und der lässt nichts fallen? Kein Loot? Warum nicht? Wenigstens eine Truhe oder sowas? Nein? Doch, Moment, da hat er was fallen lassen. Ach, der hat seine Waffe schon vorher fallen lassen, okay. Eisstab, Stab aus dem Eis der Hebraberge, der tödliche Kälte aussendet, nicht zum direkten Schlagen von Gegnern geeignet. Okay. Nehmen wir mit. Ach, lass los, du sollst ja nicht hochklettern. So. Huch, und wer ist das da? Na, wer bist du denn? Abend! Ich bin Boldon, Fremdenverkehrsbeauftragter von Goronia. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Früher war Schloss Hyrule ein beliebtes Reiseziel für Alt und Jung. Heute ist es nur noch eine unheimliche Ruine. Jetzt fragen mich eigentlich nur noch Schatzjäger nach dem Weg dorthin. Die müssen echt verrückt sein. Okay. Nein, lass mich in Ruhe. Da ist aber noch so ein Lager, ne? Ach, versuchen was, oder? Wir können auch das mal so versuchen. Nicht mit Feuerpfeilen, sondern mit Bombenpfeilen. LOL! Ich habe gar nichts gemacht. Der zieht einfach und schießt. Ich habe gar nichts gemacht. Warum? Ich habe doch... Hä? Ich habe die Taste nicht gedrückt. Oh, Uff, jetzt sag nicht, wir starten schon wieder vom Turm. Oh, Gott sei Dank nicht. What the hell? Ich habe gar nichts gemacht. Eieieiei. Uff. Ich brenne! Ich brenne! Nö, okay. Ein rotes Schleimgelee. Ein dauerhaft warmer Schleimklumpen. Bei Erschütterung explodiert er in einem Feuerball. Okay, aber... Nice. Aber anscheinend waren das noch nicht alle. Wir haben noch nicht den Hinweis bekommen, dass die Truhe für uns geöffnet wurde, ne? Und ich höre hier auch noch irgendwo was... Ach, da. Oh, shit! Ich habe vergessen, dass ich die Bombenpfeile noch drauf habe. Hehe, nochmal. Oh Mann, ey. Oh, habe jetzt einfach nur aus Reflex geschossen, ohne daran zu denken, dass wir ja noch die Bombenpfeile ausgerüstet hatten. So. So, jetzt ziehen wir am besten mal direkt unseren Hammer. Alter, die kommen aber auch angerannt, ne? Oh! Ja, komm her! Au! Der kann auch seine Zucke ausstrecken, der Wichser. Okay, halt Maul! Warum sind wir mit einem Schlag tot?
also. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben, ne? Warum sind wir mit einem Schlag denn tot? Und das so oft? What the fuck? So, jetzt nehmen wir einmal unsere Feuerpfeile. Perfekt. Ja, jetzt haben wir alle. Meine Güte, ey. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, ne? Vor allem, ich finde aber auch, ich muss sagen, das Kampfsystem ist eher nicht so geil, weil ich bin es halt nicht, dieses Ausweichen ist halt komplett komisch. Ich habe jetzt auch einmal vorhin ja anvisiert, beim Schlag bin ich nach hinten gesprungen und in diesem einen Tutorial konnte man direkt so einen Gegenschlag machen, ne? Hat irgendwie nicht funktioniert gerade, ich weiß nicht genau warum. Nishain, hi, moin moin, wie geht's dir? Alles gut? Bist wieder zu Hause? Schön, dass du da bist. Ein Exalfos-Schwanz. Getrennt vom Körper bewegt sich dieser Schwanz noch nach kurzer Zeit weiter. Ne, noch kurzer Zeit weiter. Eine einzigartige Eigenschaft, die ihn zu einer beliebten Medizin zutat macht. Klingt gut. So. Ja, ich weiß, dass hier ein Schrein in der Nähe ist. Genau deswegen sind wir ja auch hier. So. Silberner Rubin, 100 Rubine wert. Nice. Sehr schön. Der Schrein, zu dem wir wollten, ist hier irgendwo. Ja, wieder zu Hause. War soweit auch echt toll heute. Du weißt ja, um was es geht. Ja, oh, weiß ich. Aber klingt gut, wenn es gut war. Schön, das freut mich. Mir geht's soweit ganz gut. Und wie geht's dir wieder? Auch wieder ein bisschen besser? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass unser Detektor sich aktiviert hat, weil wir in diese Richtung hier laufen. Oder war da noch ein anderer Schrein in der Nähe? Aber unser Ziel ist der Schrein da hinten, ne? Das ist doch bestimmt wieder so ein Arsch, oder? Oh, sollen wir den ansprechen oder nicht? Sollen wir oder sollen wir nicht? Sollen wir oder sollen wir nicht? Ja, wir sprechen ihn mal an. Das ist doch bestimmt wieder so ein. Fängt mit L an und hört mit K auf. Leck? Das ist doch das von einem Wasser im Boot läuft. Leck. Nein, das war's nicht. Ich suche ein Wort. Fängt mit L an, hört mit K auf. Lack? Das Zeug, das man als Schutz oder zur Dekoration aufträgt? Lack? Nein, nein, das war's nicht. Es fängt mit L an und hört mit K auf. Lyrik? Ach, Gedichte und solche Sachen. Mal traurig, mal zum Lachen. Lyrik? Jeder kann in seinem Leben etwas Poesie vertragen, aber das war's nicht. Nein, nein. Lack, mein Lieblingswort. Halt's Maul. Muss jetzt wieder Homeschooling machen. Schönen Tag euch allen noch. Yo, ciao, Manga Dragon. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Freut mich. Ansicht auch. Nur der Schwindel noch. Okay. Ist das Wort vielleicht Link? Stimmt. Der Recke, der Hylianer oder so. Das bist doch du, richtig? Das ist dein Ende. Ich wusste es. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Mal gucken, ob wir den schaffen. Könnte nämlich sein, dass der zu stark für uns noch ist. Ja, gib ihm. Nein, ist er nicht. Nice. Ein Kopfsammler gefunden. Perfekt. Blauer Rubin, die Bananen, die gekocht unseren Effekt verstärken. Nice. Okay. Das lief doch mal ganz ordentlich. Sehr schön. Okay, ich glaube, fast hier unten hat sich noch irgendwo ein anderer Schrein befunden, ne? Sonst hätte unser Detektor
Nicht ausgeschlagen, ne? Jo, Nina, wir sind jetzt hier erstmal dabei. Also ich bin voll eher dabei. Was denn so passiert bei Zelda? Konnte ja nicht gucken. Ja, eigentlich nichts wirklich Besonderes. Wir sind jetzt hier, ich soll jetzt als nächstes... Also wo haben wir... Also wir haben ja... Wir waren bei der Pura und haben uns das Fotomodul abgehüllt, ganz am Anfang vom Schikastein. Und dann sind wir zurück zu Impa, die uns dann gesagt hat, ja, du hast in deinem Album 12 Fotos, mach Fotos, wenn du die Orte auf der Welt findest und komm dann wieder zurück. Und dann haben wir uns erstmal aufgemacht hier in Richtung des ersten Titans. Und auf dem Weg haben wir Zoras entdeckt, die gesagt haben, dass ihr Dorf bedroht wird und wir mit Prinz Sidon sprechen sollen. Das haben wir getan. Und der hat zu uns gesagt, wir sollen jetzt Richtung Dorf des Zoras gehen. Und Two-Face, moin, hi, grüß dich, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Aber was ich jetzt erstmal als nächstes immer mache, ist, ich gehe auf die Türme, wenn da Türme in der Nähe sind. Guck von oben, ob wir irgendwo... Aua, ob wir irgendwo Schreine finden. Alter, wie viel hält der denn aus? Ob wir Schreine finden. Und von da aus gehe ich erstmal los und mache die ganzen Schreine. Mehr habe ich erstmal nicht vor, weil wir sind viel zu schnell tot. Guck dir das mal an. Warum sind wir so schnell tot? Ich brauche mehr Herzen. Also, als nächstes machen wir erstmal nur Schreine. Was anderes werden wir erstmal nicht tun. Man ist mit einem Schlag tot. What the fuck? Warum ist das so? So, okay, der war jetzt einfacher als vorhin. Und ich habe mich halt noch nicht so ganz an das Kampfsystem gewohnt. Ich finde, das Ausweichen ist ziemlich merkwürdig. Und warum kann ich jetzt, obwohl ich dem ausgewichen bin, warum kann ich dann nicht so einen Gegenangriff machen? Wie in dem einem Tutorial-Schrein da. War irgendwie merkwürdig, finde ich das so ein bisschen manchmal. Irgendwie, keine Ahnung. Ah, jetzt haben wir ihn aber. Sehr schön. Und das ist ein Knochenbockstock. Ein Knochenbockstock, der mit einem versteinerten Knochen verstärkt wurde. So schwer, dass nur die stärksten Bockblins ihn verwenden können. Klingt gut. Ich bin gespannt, wie es dir noch so gefällt. Also, die Schreine sind halt mega geil, ne? Ich könnte auch echt nichts anderes machen, als stundenlang von Schrein zu Schrein laufen und die Schreine erstmal machen. Das macht mega Spaß. Oh. Hab nie mit Ausweichen gespielt, kennst mich ja immer drauf. Ja, aber, hä? Man ist mit einem Schlag tot. Wie, ey? Das ist so ein bisschen... Aber vielleicht gewöhne ich mich da noch dran. Eine Kartoffel? Was laberst du, Marcel? Ich bin Boldon, Fremdenverkehrsbeauftragter von Goronia. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Früher war Schloss Hyrule ein beliebtes Reiseziel. Den haben wir doch vorhin schon getroffen. Schatzjäger, die müssen verrückt sein, bla bla bla. So, und als nächstes machen wir jetzt nämlich den... Oh, da ist ein Stall. Ja, nice. Das heißt, wir könnten uns bald ein Pferd wieder zurückholen, ne? Wie sieht es mit den Pfeilen? Oh, unsere Pfeile werden auch echt knapp, ne? Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal eben ganz kurz auf Toilette. Bis gleich, dauert nicht lange. Ah, ja. Nochmal von hier. Okay, das geht nicht. Oh, was hat uns denn jetzt getroffen? No. Reddy dreht sich auch schon wieder im Kreis. Oh Gott. Dim, 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 dim. We have a star. Star is nice. Was gibt uns noch? Oh, der Buhu gibt uns noch eine Tröte, aber können wir halt nichts mit anfangen, so. Ach komm, eine Banane. Ist dann ja schon mal gut gegangen, ne? So, wir sind beim Fest angekommen. Was gibt es denn hier noch? Wir haben so viel köstlichen Schlemmer-Eintopf gekocht, dass wir unseren Schlemmer-Festival abhalten können.
Ja, schön, dann mach es doch. Okay, verstehe ich nicht. Oh, Entschuldigung! Das war ein Headshot. Es tut mir leid. Ich bin eigentlich mit einem... Dauerschleife. Was zur Hölle ist hier los? Ich lade die nochmal. Ja, nicht, dass was beim Randomizer schiefgelaufen ist. Das nochmal neu machen. WTF, ey. Neues Spiel. Was ist denn da los, ey? Was zur Hölle ist hier los? Hallo. Nö, einfach rein in die Olga, sagst du? Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Da ist ein Stall, da ist schon wieder so ein Eisgeist oder was auch immer das sein soll. Ja, huhu. Komm her. Komm her. Komm her. So, man muss den echt Headshots verteilen und dann kann man den erstmal draufgeben, ne? Nice. Zum Glück halten die halt auch echt nicht so viel aus. Bin ich der Einzige, der sich über sprechende Kartoffeln wundert? Ach so, du meintest diesen Gerudo da. Ah, ich wusste nicht, was du mit Kartoffeln meinst. Okay. So. Ab zum Schreien. Corona, nicht Gerudo. Ja, dann halt Corona. Was weiß ich, wie die heißen. Anscheinend schon. Sowas ist doch alltäglich. Nur, dass meine Kartoffeln sich nie schälen, wenn ich es denen befehle. Gerudo ist ein anderes Volk. Okay, ja, habe ich mir fast gedacht. Der sah nämlich so ganz merkwürdig aus. Die Gerudos, wer kennt sie nicht? So. Es gibt auch noch die Gerudos. Dann gibt es halt auch noch Gerudos. Keine Ahnung. Willkommen, Pilger. Das ist der Moa Kishitu. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sie hatten schon mal die Kugel öffnet den Weg. Wir hatten schon mal so ähnliche Mechaniken hier, ne? Dafür brauchen wir doch bestimmt dieses Stasis-Modul, oder? Okay, die Kugel öffnet den Weg, sagen sie. Da oben ist eine Truhe, die sollten wir uns als nächstes mal mitnehmen. Das war keiner, okay. So. Auf der anderen Seite gibt es dann vermutlich noch eine andere Truhe. Ein Ritterschwert. Nice. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich lass mal so einen Eisstab fallen. Ich habe keine Ahnung, was diese Stäbe bringen im Moment. Ich fand jetzt vorhin. Ne, welchen war das? Der Elektrizitätsstab, den ich vorhin einmal ausprobiert habe. Weiß nicht. Ich fand den irgendwie nicht so stark. Keine Ahnung. Oh, das reicht nicht, ne? Oh shit, doch, das reicht, aber Alter, war das knapp. Was geht denn hier ab? Okay. Ach, hier ist gar nichts. Okay. Hä? Achso, wir müssen den erstmal aufladen lassen, okay?
Okay. Lumex, willkommen im Stream. Danke für dein Follow. Moin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ach, ich verstehe, wie wir das machen sollen, ne? Ich glaube, ich verstehe. So, mal einen Moment. Nee, das geht nicht in die Richtung. Ich dachte, wir sollen die Kugeln vielleicht in die andere Richtung schicken. Und dann macht die Kugel die anderen Kugel alle kaputt und dann könnten wir da hochlaufen. Aber anscheinend geht das nicht. Okay. Okay, dann lass uns noch mal auf der anderen Seite hochgehen. Also die Kugel, die schießt immer in eine Richtung, aber was soll uns das bringen? Wir müssen ja in die andere Richtung. Wir müssen ja irgendwie darauf kommen. Oder kann man die Richtung der Kugel verändern? Ja, wenn der Satz jetzt im Chat schon beginnt mit du musst, dann lese ich den schon gar nicht mehr weiter. Sorry dafür, aber ich will das alleine herausfinden. Erstmal auf jeden Fall. Ich will nicht immer direkt von euch Tipps haben. Wenn ich wirklich Tipps von euch haben möchte, dann frage ich euch schon explizit danach. Aber nicht einfach so schreiben, was ich... Aber nicht einfach so schreiben, was ich machen soll, bitte. So. Falsch. Ich wollte eben was essen. Oder kann man die Richtung, in der man die Kugeln schießt, auch verschieben? Upsi. Ah. Nee, aber okay, anscheinend bringt das auch nicht so viel. Warte, ich... Oder wenn wir die Kugel kaputt machen, machen wir alle anderen auch kaputt und haben dann genug... Oh, ups. Und haben dann genug Zeit vielleicht? Oh, shit. Dafür hätten wir vielleicht auch mal eine andere Waffe benutzen sollen. Das war jetzt nicht so clever. Oh, shit. Okay. Oh, schlimm zurzeit leider. Ja, ich habe zum Glück nicht. Ich habe zum Glück nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, du musst, und dann habe ich es nicht mehr weitergelesen. Ja, das war ein guter Flug, ne? Ist der Ansatz... Ich frage mich, was für einen Ansatz es gibt. Ich kann das Modul ja nicht doppelt benutzen, ne? Das reicht nicht von der Zeit, oder? Nee. Das reicht nicht von der Zeit. Okay. Ah, Moment mal. Können wir jetzt die Zeit anhalten? Und jetzt laufen? Ich dachte, wenn wir die Zeit anhalten, würde keine Kugel mehr runterkommen.
Okay. Ich habe deinen Tipp nicht gelesen, Lumex. Ich möchte das erstmal alleine herausfinden. Ich habe nur gelesen, du musst, und dann habe ich schon nicht mehr weitergelesen, weil ich das erstmal alleine herausfinden möchte. Ich versuch's immer erst alleine, natürlich, und dann, wenn ich echt überhaupt nicht mehr weiterkomme, dann würde ich euch fragen, aber erstmal natürlich nicht. So. Ich probiere hier noch 3-4 Mal aus und dann. Und dann könnt ihr mir gerne helfen, aber erst wenn ich euch wirklich danach frage. Ups. Ich glaube, weil wir Game Over gegangen sind, müssen wir die Truhe noch. Ah ne, die Truhe bleibt gespeichert, okay. Gerne liest sie durch und macht auf Umwissen bei den Chatregeln, ja, ja. Aua. So. Kann man die vielleicht mit Magneten? Nee, das geht nicht. Kann man die vielleicht mit Magneten steuern, während sie... Aber das geht auch nicht, nein. Nee, aber ich habe echt keine Ahnung. Also jetzt dürft ihr mir nicht verraten, bitte nur mal einen Tipp geben. Aber nicht komplett verraten, bitte. Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Diese erst, wenn ich wirklich sage, jetzt dürft ihr mir ruhig helfen. Immer erst, wenn ich sowas sage, bitte im Chat Tipps schreiben. Aber auch die Nina, wenn die Nina ungefähr oder mir einen Tipp geben kann, was man hier machen muss. Kannst du mir das mal gerne sagen? Ich weiß nicht, wie man hier durchkommen soll.